für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich gehöre ja dem Bundestag schon eine Weile an, habe Zeiten erlebt, insbesondere nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach dem Fall der Mauer, wo dann in Europa ein Gefühl aufkam, Verteidigung wäre nicht mehr so wichtig. Es gab selbst in bürgerlichen Kreisen viele Leute, die meinten, auf die Bundeswehr könne man verzichten und Verteidigungsausgaben wären ein ausgeschmissenes Geld. Nur langsam, wenn Sie heute in die Bevölkerung hineinhören, dann wissen Sie und dann hören Sie, dass die Bürger sich sehr bewusst darüber sind, dass wir eine gute Verteidigungspolitik machen müssen und dass unsere Bundeswehr gut ausgestattet sein muss. Die Wichtigkeit und die Bedeutung der Bundeswehr ist heute im allergrößten Teil der Bevölkerung sehr bewusst und auch sehr wichtig. Die Menschen wissen und sie spüren, dass sich die Welt dramatisch verändert und dass die Bedrohungen dramatisch zugenommen haben. Und zugleich erkennen sie auch, dass die Bedrohungslagen viel komplexer geworden sind. Und wir müssen auch sehen, dass wir uns nicht mehr nur auf unsere Partner verlassen können und vielleicht in Zukunft noch weniger als bisher. Da müssen wir auch erst sehen, wie sich so manche Politik, manche Administration entwickelt. Wir tragen Verantwortung für Frieden, für Freiheit, für Menschlichkeit, sowohl für die Menschen in unserem Land, aber auch in der Welt. Und der Krisenbogen spannt sich mittlerweile von der östlichen Ukraine über Afghanistan bis weit in den arabischen und nordafrikanischen Raum hinein. Wir glaubten in der Vergangenheit zumindest, dass wir nicht mehr von symmetrischen Bedrohungslagen ausgehen müssen. Heute müssen wir erkennen, auch das oder auch dieser Bereich muss wieder in die Überlegungen einbezogen werden. Hinzu kommen natürlich die sogenannten asymmetrischen Bedrohungen, die uns durch den Terrorismus, die uns vor wesentlich größere neue Herausforderungen stellt. Und auch das Thema Cyberraum und Cyberangriffe aus dem Cyberraum ist vorhin bereits angesprochen worden. Auf all diese Fragen und auf all diese Situationen müssen wir entsprechende Antworten geben. Der Haushalt für das Jahr 2017, den wir heute lesen, gibt diese Antworten auf diese neuen Herausforderungen. Mit 37 Milliarden Euro ist der größte Haushalt für Verteidigung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und wir haben Schwerpunkte gesetzt, die uns sehr wichtig sind, im Bereich Materialerhalt, im Bereich Forschung und Entwicklung, im Bereich auch von Einrichtung neuen Studiengängen in Hamburg und in München, insbesondere auch für den Bereich Cybersicherheit. Wir haben die Trendwende eingeleitet, auch beim Personal. Wir haben die Stellen für Reservistendienstleistende von 2.500 auf 3.000 erhöht. Wir treffen Vorsorge also für den Bereich, im Bereich Cybersicherheit, im Bereich Aufklärung, Luftraumüberwachung, Luftverteidigung und vieles andere mehr. Aber wir haben natürlich auch Vorsorge getroffen, um die Aufgaben, die innerhalb der NATO vereinbart sind und uns zugewiesen sind, denke an Lufttransport, denke auch an Einsatzfelder zur See und weil es der Kollege Leutert gerade vorhin angesprochen hat, mit den zusätzlich von uns beschlossenen und mit Verpflichtungsermächtigungen ausgestatteten Ansatz sollen ja 5 Korvetten neu beschafft werden. Und die werden wir nicht verwenden, etwa zur Bekämpfung von Seeungeheuern, lieber Kollege Dr. Lindner, wie eine Ihrer Anfragen ja auch gekennzeichnet ist, sondern um unsere Aufgaben, um die Anforderungen erfüllen zu können. Und wenn es für eine solche Maßnahme Impulse sowohl von Seiten der NATO, sowohl von Seiten des Ministeriums als auch von Seiten des Parlaments, des Verteidigungsausschusses, des Haushaltsausschusses gibt und man sich darauf verständigt, dann sollten wir als Parlamentarier auch
selbstbewusst genug sein und sagen, das ist eine aus unserer Sicht richtige und notwendige Entscheidung. Und ich bedanke mich da auch bei den zuständigen Kollegen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, will ein kleines Thema noch ansprechen, aber für die Betroffenen sehr bedeutendes. Ich möchte die Stiftung für unverschuldete notgeratene Soldaten, Hintergrund waren ja die Radaropfer, die wir eingerichtet haben, und wenn es auch keine Beiträge sind, für die Betroffenen ist es eine ganz wichtige Sache. Ich will aber auch hier sagen, das war immer ein besonderes Anliegen auch des Haushaltsausschusses. Und ich stehe nicht an, dem früheren Kollegen Jürgen Koppelin und auch dem jetzigen Agrarminister, damals in anderer Funktion, dem Christian Schmidt, für die seinerzeitigen Anstrengungen und kreativen Beratungen zu danken. Wir haben das gerne aufgenommen und sehen darin auch unser Anliegen, wenn ich das auch für meine zustimmenden Mitberichterstatterinnen und Mitberichterstatter sagen darf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen heute natürlich eine Antwort auch im Hinblick auf die Gewinnung von Fachkräften aus der Bundeswehr. Wir brauchen heute eine Personalpolitik, die demografiefest ist, die darauf Antworten gibt, wie wir auch in sich verändernden Zeiten, insbesondere demografischen Veränderungen, das hochqualifizierte Personal bekommen können. Die Bundeswehr benötigt Mitarbeiter, die bestens ausgebildet sind, die äußerst zuverlässig sind und die loyal sind und die wissen, welche große Verantwortung sie übernehmen. Deswegen sind wir auch all denen sehr dankbar, die sich zum Dienst in der Bundeswehr bereit erklären und damit eintreten, dass unsere Werte verteidigt und geschützt werden können. Und wir haben in wichtigen Bereichen eine Trendwende eingeleitet und der Generalinspekteur Wicker hat es ja erst bei den Petersberger Gesprächen nochmals zum Ausdruck gebracht. Ich darf zitieren: Es liegt auf der Hand, dass die drei Trendwenden in dem Bereich Finanzen, Personal und Material ganz wesentliche Voraussetzungen zum Erreichen der notwendigen Streitkräftestrukturen sind. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Verteidigungshaushalt, den wir jetzt vorlegen, geben wir damit eine Weichenstellung, nehmen wir eine Weichenstellung vor. Diese Weichenstellung ist richtig und die Trendwende muss natürlich verstärkt werden. Zum Schluss darf ich mich ganz herzlich bedanken bei meiner lieben Kollegin Mitberichterstatterin Karin Evers-Meyer, beim Kollegen Dr. Lindner und beim Kollegen Leutert. Wir haben ja, auch wenn wir hier Diskussionen führen, vielleicht etwas mit schärferer Klinge in der Sache, können wir sehr gut zusammenarbeiten. Dafür möchte ich mich ganz herzlich auch bedanken und wünsche der Frau Ministerin alles Gute bei der Umsetzung dann dieses Haushaltes und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenfalls ganz herzlichen Dank, wie auch natürlich den Angehörigen der Bundeswehr und den Soldaten viel Glück in der Erfüllung ihrer Aufgaben. Vielen Dank. Nächster Redner ist der